dieses Fasten in diesem Monat verpflichtend ist. Nun kann es sein, dass eine Person an einem Tag, am Anfang des Tages, nicht von dieser Pflicht des Fastens angesprochen ist, aber im Laufe des Tages, während dem Ramadan, sozusagen sich ihr Zustand ändert und sie daraufhin von dieser Pflicht angesprochen ist. Wie wäre zum Beispiel? Na, zum Beispiel eine Frau, die ihre Menstruation hat. Wenn sie jetzt in dieser Menstruation ist, dann darf sie nicht fasten. Wenn sie jetzt im Laufe dieses Tages vom Ramadan ihre Menstruation vorbeigeht, dann ist dieser Entschuldigungsgrund, diese Periode vorbei. Das heißt, der Entschuldigungsgrund ist nicht mehr gegeben. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn jemand konvertiert oder ein Kind sozusagen dann ein Mann wird und die Pubertät erreicht? Jemand ist nicht bei Verstand und im Laufe des Tages bekommt er seinen Verstand wieder. All diese Leute, sagt der Autor, sie müssen diesen Tag natürlich nachholen und den Rest des Tages fasten. Beziehungsweise sich zurückhalten von dem Essen und dem Trinken. Das heißt, wenn eine Frau beispielsweise ihre Menstruation hatte und daraufhin nach dem Asr-Gebet oder nach dem Dhuhr-Gebet ihre Menstruation vorbei ist. Sie hat jetzt gegessen und getrunken im Laufe des Tages. Muss sie diesen Tag nachholen? Den muss sie auf jeden Fall nachholen. Aber die Gelehrten sagen, trotzdem müssen diese Leute den Rest des Tages sozusagen ihr Essen zurückhalten und auch ihr Trinken zurückhalten. Trotzdem müssen sie natürlich diesen Tag nachholen. Ebenso das Kind, das beispielsweise in die Pubertät gekommen ist und bei Verstand ist. Es hat nicht gefastet, weil es nicht von der Pflicht angesprochen war. Aber es muss was? Es muss trotzdem den Tag nachholen und den restlichen Tag fasten. Warum? Die Gelehrten sagen, aufgrund von dieser Hurma sozusagen, dieses Monats, ja, dieser Zeit, darf man nicht weiter essen. Es gab auch andere Gelehrte, die gesagt haben, nein, das, was du machen musst, ist diesen Tag nachholen, aber du musst nicht weiter fasten oder anfangen zu fasten und dich für den Rest des Tages zurückhalten. Aber die Gelehrten, die gesagt haben, beispielsweise im Taymiyyah, die gesagt haben, dass man sich den Rest des Tages nicht zurückhalten muss und essen und trinken kann, haben gesagt, nicht in der Öffentlichkeit, nicht vor den Leuten. Ja? Zum einen machst du den Muslimen dort oder somit ein Problem. Wenn jetzt beispielsweise eine Person, ein Jugendlicher, er läuft vor dir und er trinkt und isst, ja? Das lässt sich selbst hungrig werden. Und zum anderen ist es was? Eine Fitna. Vielleicht wird dann geredet, schau mal, der fastet nicht. Ja? Und deswegen sagen die Gelehrten, die gesagt haben, man darf den Rest des Tages essen, wenn man im Laufe des Tages von der Pflicht angesprochen ist oder angesprochen wird. Du darfst essen, aber du darfst das nicht vor den Menschen machen. Ja, du darfst das nicht vor den Menschen machen. Aber das Offensichtlichere in dieser Thematik ist, dass es nicht erlaubt ist, den Rest des Tages zu essen oder zu trinken. Und natürlich muss man trotzdem diesen Tag nachholen. Ebenso ein Musafir. Wenn eine Person auf der Reise ist, wenn sie auf einer Reise ist, wo sie ihr Fasten brechen darf und sie bricht ihr Fasten und kommt im Laufe des Tages in der Heimat an. Also jetzt zum Beispiel, ich bin hier in Braunschweig im Ramadan und faste. Oder ich faste nicht. Und komme jetzt zurück nach Berlin. Bin also wieder ansässig. Und es ist gerade die Zeit von Dhuhr, ja, also vom Dhuhr-Gebet zum Beispiel. Dann jetzt dieser Grund, warum habe ich das Fasten gebrochen? Weil ich ein Musafir war, weil ich auf der Reise war. Bin ich jetzt wieder auf der Reise? Oder bin ich immer noch auf der Reise? Nein, dieser Grund, warum ich das Fasten gebrochen habe, ist nicht mehr vorhanden. Deswegen muss ich diesen Tag nachholen, aber ich muss den Rest des Tages was? Mich von diesem Essen und dem Trinken zurückhalten. يا فرحة العيد دومي يا بسمة الثغر هيمي يا بهجة الأنس قومي